Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Watch Dogs 2 Part 9. Ich bin euer Voldyboy, eigentlich euer Marcus Holloway. Und wir sind hier schon schwer am Schuften für euch. Und zwar möchten wir sehr gern das Geldsäckchen noch haben vom letzten Part, wo es uns nicht gelungen ist, an das heranzukommen. Und ich bin irgendwie nicht so der Typ, der so schnell aufgibt. Eigentlich bräuchten wir nur eine Handgranate. Wir gewinnen immer mehr Follower. Das wird eine Reaktion von Bloom geben. Unglaublich, dass die Leute die so mächtig werden lassen. Der ganze Science-Fiction-Kram, den wir als Kinder gelesen haben. Big Brother, Gedankenkontrolle, Pre-Crime. Das gibt es doch jetzt alles. Dank Bloom und ihrem CTOS. Diese Autoren sahen es vor Jahrzehnten voraus, doch niemand hörte auf sie. Alle lassen sie sich von diesen netten Unternehmensplattitüden und der makellosen Markenbildung blenden und erkennen das Ganze nicht als sozialen Trojaner. Es hilft auch nicht, dass CTOS die von ihnen versprochenen Funktionen erfüllt. Wir stellen uns gegen ein System, das den Menschen oberflächlich hilft, sie aber instrumentalisiert. Da kann man uns leicht als die Bösen darstellen. Eine Frage an dich. Wie viel Zugriff hat DedSec auf CTOS? In anderen Städten, als es noch CTOS 1.0 war, hatten wir viel. Aber leider waren wir zu sorglos. Wir haben den Zeitpunkt für eine große Aktion verpasst. Und 2.0, wir gehen als erste Gruppe dagegen vor. Daher hinken wir noch hinterher. Dieses Mal haben sie uns erwartet. Beim Gedanken, dass in irgendeinem Büro von Bloom auf einem Whiteboard DedSec steht, wird mir ganz anders. Wir machen weiter, dann benutzen die nächstes Mal vielleicht den roten Stift. Uiuiui, Scheiße. Okay, ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt von der Sitara. Weiß nicht, ob das jetzt noch klappt, aber wir probieren es einfach, wie gesagt. Wir bräuchten eigentlich nur eine HG und dann wäre das Problem auch schon gelöst. Aber das haben wir noch nicht und darum müssen wir jetzt halt improvisieren. Und ich hoffe jetzt, dass das irgendwie noch zustande kommt. Meine Künste vom Staplerfahren sind also zugegeben nicht die besten. Ich brauche allerdings noch eins von diesen Dingen. Und hoffe, dass ich jetzt irgendwie das noch in Nähe anschieben kann. Das ist eigentlich mein Plan, den ich habe. Und ich hoffe, dass das geht. Und dass wir das Ding jetzt nicht gerade über den Haufen... Dass man das jetzt nicht gerade explodiert. Ihr seht, es ist ziemlich tricky. Ja. Soll ich noch weiter haben? Vielleicht ist einer von euch Staplerfahrer. Da könnte man dir vielleicht noch einen nützlichen Tipp geben. So. Ich bin es definitiv nicht. So. Okay, jetzt stellen wir das auch noch hier hin. Der Trick ist irgendwie, dass man die Gabel nicht ganz runter tut. Sonst kommt man nämlich nicht mehr raus. Okay, und jetzt das Ganze noch ein bisschen anschieben, he? Wenn das klappt. Er hakt. Bring erst den Sieg noch weiterführen. Ridiculo. Non lo creo. Ah, es geht nicht. Okay, macht nichts. Jetzt wagen wir es einfach. Auf Teufel komm raus. Von hier weg. Oh, super! Hat es jetzt geklappt? Was ist der Grund Ihres Anrufs? Spürt
Ja, es hat geklappt. Jungs und Mädels, wir haben es geschafft. Sehr gut. Das ist perfekt. Die Einsatzkräfte sind unterwegs. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich werde das überstehen. Jetzt müssten wir vielleicht nur mal gerade schauen, dass die uns da nicht finden. Ich habe nicht einmal gesehen, was ich da aufgenommen habe, wie viel das es war. Ich weiss nur, dass es sich gelohnt hat für mich. So, aber jetzt wollen wir uns wieder der Hauptmission zuwenden. Und die ist, wir haben ja von der Miranda haben wir den Tipp bekommen, dass es irgendwie um die Sekte New Dawn geht. Und wir sollten da jetzt das Lager infiltrieren von denen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gerade dort. So, da wären wir. Ziemlich in der Nähe. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Und ja, erinnere mich ein bisschen an das Chicago-Wetter. Aber ja, das regnet natürlich auch in San Francisco. Das ist logisch. Auch hier kann die Sonne nicht immer scheinen. Okay, wir sind schon in der Nähe, wir wissen noch nicht so genau, was uns erwartet. Ich rechne aber mit einer Wahnsinns-Shooter-Aktion, ehrlich gesagt. Noch ein Start. Es scheint, dass Galilei gut beschäftigt. Psst. Ich bin's. Ich bin hier drüben. Jimmy Siska. Ich hab mich getarnt. Ja, das sehe ich. Wunderschön, oder? Dieses Haus ist auf Lügen gebaut und es wird für Zeit für eine Beichte. Mann, Open Wounds 3, das ist ein moderner Klassiker. Klassiker. Sorry, Mann, ich wusste nicht, dass du so ein Fan warst. Ja. Ja, das war ich. Ja. Ja, ich schätze, ich hab's verbockt, oder? Ist schon gut. Sag mir, wonach ich suchen soll, ich helfe dir. Gut. Gut, okay. Da ist ein Lift, mit dem du runter in den Keller kommst. Und im Keller, da ist ein Raum. In dem Raum... Da sind alte sumerische Tafeln, angeblich von der Hand des Besuchers selbst geschrieben. Nein, Mann, ich mein's ernst. Und die meinen es todernst. Okay, Mann. Ich glaub dir, das ist perfekt. Okay. Hey, wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Okay, er hat sich getarnt, indem er die Sonnenbrillen abgezogen hat. Ich schleiche mich gleich in New Dawns Tempel. Und Jimmy liefert uns eine nette Botschaft für unser Video. Kann losgehen, sobald du den Schatz hast. Vorsicht vor Schlangen. Da gibt's immer Schlangen. Das ist nicht die Art von Tempel Ranch. Da können trotzdem Schlangen sein. Ich pass ja auf. Und ich muss natürlich wieder Kastanien aus dem Feuer holen, oder? Okay, gelange in den Keller des Tempels. Mal schnell schauen. Sieht ja bis jetzt ziemlich verlassen aus. Täuscht aber. Okay, das sind glaube ich sogar zwei. Ja. Tja, was machen wir da? Keine Ahnung. Frontalangriff? Nö. Auf keinen Fall. Moment, was ist das? Da haben wir wenigstens zwei ausgeschaltet.
Der andere. Ja. Na, da ist mir Zeit weg. Ich muss warten. Hallo! Okay, da ist gerade nochmal einer. Der schaut mich jetzt aber gerade nicht an. Was eigentlich ein Wahnsinnsvorteil ist. Für unsere Stealth-Action. Okay, gelang in den Keller des Tempels. Da ist nochmal einer. Wieso höre ich Wasser? Bist du bei den Tafeln? Du bist nicht wirklich hier. Ah! Oh shit! Da unten hat es eine Garage. Okay. Ah, da ist noch mal einer. Irgendwo ist noch einer. Ah ja, hier, okay, ich sehe ihn. Der ist aber innen. So, mal schnell schauen, ob wir auch reinkommen. Jawohl, wir kommen auch rein. Ist das nicht toll gelaufen? Zugangsschlüssel und irgendwo hat es noch Geld. Geld, Geld. Jungs und Mädels, es hat noch Geld. Ist allerdings in der Garage rein. Ist jetzt glaub, nicht gerade unsere Mission. Okay, okay. Wow, guck da, der Versammlungsraum von der New Dawn. Ziemlich spartanisch geführt, aber ja. Easy. Ich glaube, irgendjemand ist noch rum. Ich meinte, ich habe irgendetwas gesehen. So. Also ich schneide selbstverständlich die Stellen raus, weil das geht viel, viel zu lang, bis die Knotenpunkte gelöst sind, Jungs und Mädels. Das dürfen wir dann gerne selber machen. Wenn wir hier noch Predigt halten, nein, das wollen wir nicht. Sondern wir werden jetzt hier uns einhacken. Das muss Jimmys Aufzug sein. Ich habe den Geheimlift freigeschaltet. Hast du das gerade tatsächlich gesagt? Was? Stimmt doch. Willkommen auf Stufe 5 von New Dawn und Glückwunsch zu deinem spirituellen Aufstieg. Wir sehen hier New Dawns geheiligte Besitztümer. Die Grundlage ihrer kompletten Religion. Ganze Reihen von alten sumerischen Tafeln. Hier drin ist ziemlich viel irrer Scheiß, aber das ist was Besonderes. Warum sind die nicht im Museum? Ich meine, was gibt der Kirche das Recht, sie vor uns versteckt zu halten? Finden wir es raus. Oh, hier steht nicht berühren, aber hey, ich will sie echt anfassen. Nur ein bisschen, na los. So viel echte Geschichte. Ich meine, ich bin so froh, ein Teil von all dem zu... Nein, 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 nein! Die sind gefaked? Das ist alles Bullshit. Leute bekehren sich zu New Dawn, zahlen Millionen Dollar, bevor sie die hier sehen dürfen. Und das sind Fakes? So falsch wie alles, was diese Kirche verspricht. Jetzt geht's mir besser. Ab nach Hause. Leute! Leute! Psst. Kommt rein! Ich präsentiere. Hallo, ich bin Jimmy Siska.
Ihr kennt mich vermutlich aus ein paar guten Filmen von vor der New Dawn Gehirnwäsche und bevor ich ihren Befehlen gehorchen musste. Als Freunde von mir die Methoden der Kirche hinterfragten, verschwanden sie. Als ich danach fragte, wurde ich gegen meinen Willen entführt und eingesperrt. Die Polizei ermittelt bereits aufgrund meiner Aussagen. Und was steckt hinter dieser Kirche? Was ist hinter Tür 5? Ich lasse es meine Freunde von DedSec demonstrieren. DedSec bringt euch die Wahrheit. Macht, was ihr wollt. Oh, kommt schon, Leute. Ihr solltet mir danken. Entkomme aus der Tempelanlage. Ja, ich denke, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so wahnsinnig schwierig sein. Okay, da unten hat es aber noch Geld, haben wir gesagt. Ja, müssen wir schnell schauen. Okay. Wie kommt man denn in die Garage runter? Und da ist noch irgendeiner. Das kommt erschwerend hinzu. He? Ja, dann machen wir dich halt auch noch schnell einen Kopf kürzer, gell? Eine lautlose Aktion, okay. Ich möchte aber schon gern das Geld noch haben. Ah, L1. Okay. Ich glaube, wir haben es gefunden. Was denkt ihr, Jungs und Mädels? Geile Aktion. Da muss man irgendwie in die Garage runterkommen. Hoffe ich doch. Jawohl, jawohl. Oh, inmitten von Luxusschlitten sind wir gelandet. Geile Sache. Okay, und das ist das Geld. Natürlich ist das Geld. $18,000. Feine Sache, feine Sache. Und natürlich können wir uns jetzt auch noch so ein Luxusteil schnappen. Aber für das müssten wir da zuerst mal noch schnell das Gerät hacken. Und schon sollte uns eigentlich Tür und Tor offen stehen. Wirklich eine sehr geile Aktion gewesen, sehr kurz auch. Finde ich auch sehr gut, weil unsere Sendezeit ist schon bald wieder um, Jungs und Mädels. Ich würde sagen, wir schnappen uns eins von den Kerlis und machen uns hier schnell aus dem Staub. Die Mission ist ja noch nicht erfüllt. Die ist erst erfüllt, wenn wir entkommen sind aus der Tempelanlage. Nämlich jetzt. Mission abgeschlossen, Jungs und Mädels. Wir sehen uns beim Let's Play Watch Dogs 2 Part 10. Ich bin euer Voldyboy und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch.